Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio in Space Age. Wir sind immer noch auf Vulcanos, wo wir letztes Mal uns so richtig in die Verarbeitung von Kupfer und Eisen gestürzt haben. Wir haben hier eine ganze Reihe für die grünen Chips. Wir haben hier ein Setup für die roten, denen es an Kunststoff mangelt, und dann hier die blauen, und wir brauchen die eigentlich hauptsächlich für die Rakete. Und während ich dabei war, all das aufzustellen, habe ich auch hier für die verschiedenen Eisenprodukte die Stäbe, die Zahnräder, die Rohre, aber auch die Betonteile, Stahl und auch die Leichtbauteile, die können wir auch aus dem flüssigen gießen, brauchen allerdings Eisen und ganz viel Kupfer plus Kunststoff. Und dadurch haben wir hier etwas aufräumen können. Und was ich seit der letzten Folge auch gemacht habe, ist hier unten, da gibt es ein Förderband und da liegt Wolframerz drauf. Denn wir haben vor nicht allzu langer Zeit hier ein paar Raketenwürmer mit Atombomben um die Ecke gebracht, sodass wir mehr Territorium für unsere Erweiterung haben und unter anderem eben auch ein Wolframerzfeld hier unten, das ich einfach mal mit 4 Minern bestückt habe. Und heute werden wir dieses Erz brauchen, denn wir wollen schauen, dass wir hier die nächsten Wissenschaftspakete an den Start bringen. Und dafür brauchen wir Wolframcarbid und Wolframplatten. Wenn wir anschauen, die Platten, die machen wir aus Eisen und Erz. Und da haben wir 10 Sekunden. Da haben wir auch 10 Sekunden. Und die Wolframcarbid, da haben wir eine Sekunde. Das heißt, wir brauchen, wenn wir uns auf ein Wissenschaftspaket pro Sekunde festlegen, brauchen wir hier 10 Gießereien. Wir brauchen 10 Gießereien hierfür. Und dann hierfür wird uns eine Montagemaschine reichen. Wir machen aber 2, denn das Wolfram-Carbid können wir auch anderweitig noch nutzen. Und die Frage ist, wo machen wir das? Wir brauchen etwas Platz. Wir haben noch keinen Klippensprengstoff. Darum denke ich, machen wir das vielleicht hier oben. Kann hier mal das Zeug loswerden. Und machen wir hier die Fläschchen. Dann hier brauchen wir auch ein Band für Input, ein Band für Output. Und das machen wir so. Und dann machen wir das hier um 1 versetzt. Das ist, wo wir die Wolframplatten hinbekommen. Und
haben wir das hier so. Und da brauchen wir auch wieder Input. Und wenn wir das so machen, beziehungsweise so, und das unser Input ist, so und so und so und so. Und dann das Ganze noch mit etwas Strom versehen. Dann haben wir hier mal ein Setup für die letzten beiden Schritte. Und dann kopiere ich das einfach mal. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und dann hier hinten machen wir zwei Maschinen für das hier. Die müssen nicht unbedingt nebeneinander stehen. Ausgang. Ausgang. Das auf diese Seite legen, dann können wir das so machen. Oh, das kommt schon auf dieser Seite. Wir machen das so und dann können wir das auf dieser Seite belassen. Und dann müssen wir einfach hier noch überall die Rohre anbringen. Eisen. Da fehlt uns noch eins. Die verbinden wir mal so. Weiter rüber. Oder wir kopieren es ganz hier nach drüben. Das so. Und Untergrund hier. Und dann brauchen wir
Input, Input, Strom. Hier müssen wir diese Rohre verbinden. Und möglicherweise haben wir dann zu wenig Eisen oder geschmolzenes Kupfer. Schließ das mal an. Und wir müssen auch hier brauchen wir nicht Eisen, wir brauchen Kupfer. Und das geht da hoch. Und hier brauchen wir Eisen. Und ich sollte das vielleicht an die richtige Stelle kopieren. Schwefelsäure haben wir. Und dann müssen wir hier nur noch das Eisen verbinden. Das wird etwas schwieriger werden. Aber nicht viel. Voilà. Und dann haben wir hier Input. Da kommt unser Wolframerz ran. Hier kommt es hoch. Hier brauchen wir auch noch Kohlenstoff. Wir müssen eins weiter nach draußen. Fangen wir Kohlenstoff an. Und Kohlenstoff wird von unserer Raumplattform geliefert. Also da haben wir wahrscheinlich ein bisschen ein Bottleneck. Einen Flaschenhals. Ich hoffe, dass das bekommen wir hin. Und dann haben wir hoffentlich hier hinten etwas vom Carbid übrig, was wir dann hier in eine Kiste packen können.
das. Und die brauchen das. Wunderbar. Und wir packen das einfach mal hier. In der Kiste in der Nähe von unserer Rakete, dann müssen die Robis nicht so weit fliegen. Und 1, 2, 3, 4, 5. Hier machen wir noch was ran, um das Band gleichmäßig zu verteilen. Gut. Nun haben wir noch zwei Aufgaben vor uns. Das eine ist, wir müssen das Ganze nach Nauvis bringen. Dafür brauchen wir eine fliegende Raumplattform. Und wir haben ein ziemlich gutes Setup hier. Ich denke, das können wir als Basis nehmen und vielleicht etwas verbessern. Denn hier beispielsweise haben wir zusätzlich auch eine Anlage drauf, die uns gelbe Munition herstellt. Und ich hoffe zumindest, dass die gelbe Munition ausreicht, um die Asteroiden zu zerstören, die uns da auf dem Weg in die Quere kommen. Aber wir brauchen auch einen Antrieb. Und da habe ich gesehen, wenn wir die Antriebe etwas versetzt machen, bekommen wir das etwas kompakter hin. Also, nächster Schritt, ich baue ein neues Raumschiff zusammen, das wir dann als für den Shuttle-Dienst zwischen Vulcanos und Nauvis brauchen können. Der Aufbau hier hinten ist fertig. Woran es uns allerdings momentan mangelt, ist der Kohlenstoff für das Wolframcarbid. Aber das werden wir in den Griff bekommen. Und wir haben schon eine ganze Menge an Wissenschaftspaketen zusammengesammelt. Was ich in der Zwischenzeit auch gemacht habe, ist dieses Kohlefeld hier. Das wird nicht mehr allzu viel hergeben. Wir haben hier noch 10.000, 15.000 etwas Kohle drin. Und darum haben wir hier ein bisschen Eisenbahn gebaut. Entladestation mit einer Eisenbahnlinie, die hier via Hochbahn über die Klippen da nach unten geht zu diesem Kohlefeld, was 9,5 Millionen Kohle beinhaltet. Und vielleicht würde es helfen, diesen Zug auf automatisch zu stellen, um da dann die Kohle anliefern zu können. Und wir absorbieren hier auch etwas Kohle vom Band, das wir dann in Kohlenstoff umwandeln können, denn derzeit bekommen wir nicht genügend von unserer Umlaufbahn heraus. Und ich habe das hier mal begrenzt. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt so schnell sind, dass wir hier Schritt halten können. Aber es ist einmal ein Anfang. Und wenn wir uns nun noch das letzte Projekt anschauen, unser Transportraumschiff, dann sehen wir hier, es ist fertig gebaut. Wir sind dabei, hier
ein bisschen Lager aufzubauen für unsere Munition. All unsere Geschütztürme sind versorgt. Wir haben hier etwas auf dem Band, aber wäre auch schön, hier etwas drin zu haben. Und auch hier die Lagertanks, die füllen sich und wir haben etwas weniger Produktion für Treibstoff. Hier auf dieser Seite haben wir 2 Chemiefabriken, da haben wir 3. Und ich denke, für den Shuttle Novis Vulcanus und zurück ist das genügend. Aber ich denke, da werden wir sehen. Und ich habe das Gefühl, wenn der Treibstoff nicht ausreicht, dann werden wir da wahrscheinlich einfach unterwegs mal stranden, bis wir wieder genügend Material eingesammelt haben, um den nötigen Treibstoff produzieren zu können für den Weiterflug. Aber ich denke, der letzte Schritt für heute wird sein, hier dann einen Transport von Vulcanus nach Nauvis zu bringen, so dass wir dann hier die nächste Forschung anstoßen können. Und ich denke, das wird Klippensprengstoff sein. Dann schauen wir mal, was das ist. Die Kohleverflüssigung, die Module, die Untergrundbänder und Artillerie. Und dann ist das eine weitere Unendlich-Forschung für Produktivität für Leichtbauteile. Da kommen wir dann sicher auch dazu. Und sobald wir hier dann die ersten Wissenschaftspakete für Metallurgie haben, können wir diese Forschung unterbrechen. Die ist nicht so wichtig. Unser Shuttle ist vollgetankt und auch mit etwas Munition bestückt, so dass wir hier mal versuchen können, den ersten die erste Tour zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ob die gelbe Munition ausreicht gegen die Asteroiden, aber wir werden das sehen, bis wir ankommen. Wir haben keine Reparaturpakete, aber ich hoffe, wir werden sie nicht brauchen. Und zumindest soweit sind die Türme mit der gelben Munition ausreichend, um die Asteroiden zu zerstören, bevor sie das Schiff erreichen. Und je näher wir Vulcanus kommen, umso mehr Asteroiden werden wir sehen. Aber bisher kein Problem. Und hier haben wir endlich, wie bei den Zügen, Haltestellen. Und auf Vulcanus sagen wir einfach, lade mal die 10.000 Wissenschaftspakete, schick die nach Vulcanus rüber. Und sobald du alles entladen hast, dann geh zurück. Und wir sind angekommen. Dann wollen wir mal schauen. Denn hier haben wir inzwischen 4000 zurück. 4000 Fläschchen. Das heißt, das reicht nicht ganz für eine volle
für eine volle Ladung. Aber wir werden hier langsam unseren Frachtraum befüllen, bevor wir den ersten Rückweg antreten. Und vielleicht machen wir den ersten Rückweg etwas verfrüht, sodass wir mit der Forschung richtig starten können. Es ist soweit, unser Shuttle-Raumschiff ist mit 10.000 Wissenschaftspaketen beladen und so wie es aussieht, hätten wir sogar Platz für 20.000. Aber wir schicken das mal rüber nach Nauvis, so dass wir die Klippensprengstoffe erforschen können, denn wenn wir hier schauen, unser geschmolzenes Kupfer, da haben wir eindeutig zu wenig. Und wenn wir dieses Setup erweitern wollen, sind uns hier ein paar Klippen im Weg, wie allgemein denn der Weg von hier drüben nach darüber ist recht unwegig. Drum werden wir das so machen und schauen rasch mal rüber nach Nauvis, denn hier habe ich ein Setup angelegt, so dass wir die Fläschchen nicht selbst hier im Frachtlandeplatz speichern, sondern die in Kisten rausknicken, so dass wir das Shuttle möglichst schnell entladen können, bevor wir es wieder zurückschicken, um neue Fläschchen zu holen. Und hier sind wir bald schon am Ziel. Ja, da geht schon die ersten Fläschchen nach unten. Kommen an. Und dann werden die hier aufs Band gelegt und dann sollten die hier mit in der Forschung integriert werden. Ich glaube nicht, dass wir andere Labore brauchen. Und wenn wir noch mehr Fläschchen haben, da müssen wir uns dann sogar überlegen, wie machen wir das mit der Auslegeordnung, denn unsere Greifarme sind nur so lang, aber wir kümmern uns jetzt mal um den Klippensprengstoff, dann um die Aufbereitung von Asteroiden, Kohleverflüssigung, Tempomodule 3, die nächste Generation von Fließbändern, Artillerie und dann die Produktivität für Leichtbauteile. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich denke, nächstes Mal müssen wir mindestens die Vorbereitungen treffen, um den Weg zu einem weiteren Planeten freizumachen. Aber wir werden sehen, wie das geht, das nächste Mal. Bis dann und tschüss!